Herzlich willkommen bei der D-Tour. Ich bin Salia und ich nehme euch heute mit ins Zentral. Ihr seht, hier sind Porträts unserer Schauspielerinnen aus den letzten Spielzeiten ein bisschen durchmischt. Wir haben ungefähr 50 Personen bei uns im Ensemble und dazu kommen dann verschiedene Gäste, die für bestimmte Stücke dann immer wieder dazukommen. Das Zentral ist seit 2006 das Proben- und Werkstättenzentrum des Düsseldorfer Schauspielhauses. Davor war es die Zentralpost und wir stehen gerade auf der Brücke, von der man einen super Blick auf den Worringer Platz oder auf den Hauptbahnhof hat. Ich nehme euch jetzt mit auf eine unserer Probebühnen. Hier sind wir auf Probebühne 3. Das hier ist der Platz, an dem das ganze Regie-Team immer sitzt. Und auf der Bühne sind eben die Schauspielerinnen, die proben. An so einem Tisch sitzt meistens natürlich der Regisseur oder die Regisseurin, Dramaturg oder Dramaturgin, dann aber auch oft noch BühnenbildnerIn und KostümbildnerIn. Diese ganzen Menschen haben meistens noch AssistentInnen, die auch dabei sind und vor allem eben auch im Fluss der Probe immer wieder helfen, Kostümteile zu bringen oder Requisiten zu bringen, wegzuräumen und so weiter. Ganz wichtig ist der Regieassistent oder die Regieassistentin, die alle Änderungen mit aufnimmt und die ganze Kommunikation übernimmt. Das hier ist kein Originalbühnenbild, sondern ein Probebühnenbild. Wie auch bei den Kostümen und Requisiten sind die Bühnenbilder nicht das Original, sodass nichts kaputt gehen kann vor der Premiere. Das Originalbühnenbild kommt meistens so eine Woche vor der Premiere und so lange proben die Schauspielerinnen und Schauspieler eben in so einem Probebühnenbild. So ein Probealltag von Schauspielerinnen ist ziemlich klar strukturiert. Meistens proben sie von 10 bis 14 Uhr, haben dann eine vierstündige Pause und proben dann nochmal von 18 bis 22 Uhr. Wahrscheinlich könnt ihr euch denken, warum? Nämlich, weil sie ja meistens entweder morgens oder abends Aufführungen haben. Das heißt, man kann dann eben den anderen Teil des Tages zum Proben benutzen. Schauspielerinnen proben meistens nur ein Stück, aber parallel spielen tun sie durchaus viele. Das können zwischen 3 und 10 Stücke sein, die sie im Repertoire haben, die sie auch immer wieder abrufen müssen. Den Text lernen Schauspielerinnen meistens beim Proben, weil man eben den Spielpartner oder die Spielpartnerin dafür auch braucht. So ein Text setzt sich einfach nicht gut ab, wenn man ihn alleine lernt. Schauspielerin sein muss man studieren. Das heißt, Schauspiel ist eben ein Beruf, den man an einer Uni lernen muss. Meistens geht die Ausbildung so circa 4 Jahre, wobei das letzte Jahr oft an Theatern dann schon ist und die SchauspielerInnen ein Engagement dort haben. Im Moment ist das zum Beispiel hier am Düsseldorfer Schauspielhaus eine Kooperation mit der Uni in Salzburg. Das war's von der Probebühne. In unserer nächsten Episode geht's in die Werkstätten.